Der nächste mit dem kommt rein. Hallo, Rakete. Hallo, Bill.de. Ich bin's, der Jürgen. Ah, genau, der Klinzi, hier in meiner Küche. Ah, phänomenal, ich lebe noch. Ah, ich gucke jedes Wochenende, gucke ich Bundesliga. Bayern München 0-0 gegen Stuttgart. Ich habe mir am Samstag wieder eine Kohlrabi ans Knie gefreut. Wir haben die Stuttgarter VfB, haben wir im letzten Winter mit 5-1 den Pokal weggehauen. Ah, push raus, phänomenal. Oh, Telefon, Moment mal gerade. Lothar Matthäus, was will der denn? Hallo? Hallo Jürgen, ich bin's, der Lothar. Ich wollte mich mal ganz kurz bei dir melden, weil ich habe nämlich eine Bewerbung ausgedruckt, wo ich möglicherweise Trainer werden kann in Stuttgart. Ich wollte mich mit dir absprechen, ob wir vielleicht zusammen an der Seitenlinie stehen. Ich als Rekordnationalspieler in Rekordzeit und du natürlich als jemand mit Rekordablösesummen und mit Rekordgehältern. Ja, genau. Genau, und zwar wird das dann so, ich werde der Trainer, ich werde die ganzen Pressekonferenzen, würde ich erledigen, die ganzen Interviews, und das sind ja nicht wenige, und du wärst quasi der Jogi Löw, der am Rand steht und mir nach dem Spiel natürlich auch den Koffer trägt, weil ich habe jetzt neulich einen Fehler gemacht, da wollte ich meiner Schwiegermutter wollte ich absagen per SMS und habe aus Versehen die Nachricht an die argentinische Mannschaft geschickt, da gab es einen riesen Ärger, jetzt stehe ich wieder mit leeren Händen da, ich war ja Trainer, wie du weißt, in Brasilien, in Israel, ich war in Ungarn Trainer, ich werde natürlich auch gerne mal Trainer von irgendwelchen großen Mannschaften, wie zum Beispiel Mongolei oder Simbabwe oder vielleicht auch irgendwas Exotisches wie mal England oder so. Und ich würde dich natürlich auch mitnehmen, weil du weißt, wir zwei haben uns immer sehr gut ergänzt. Wenn der Lothar anruft, kriege ich immer die ganze Hausarbeit erledigt. Ah, genau. Das ist natürlich richtig und wichtig und deswegen frage ich dich natürlich jetzt, ob du möglicherweise dir vorstellen könntest, dass wir zusammen beim VfB oder möglicherweise auch bei Hertha BSC Berlin... Kannst du nochmal wiederholen? Natürlich, ich kann das ja gern wiederholen. Du weißt, ich spreche gerne, für mich gar kein Problem, freue ich mich drüber und deswegen nochmal von vorne. Also ich wäre gerne Trainer beim VfB Stuttgart und du, wir zwei zusammen wären... Hallo, Jürgen? Aufgelegt. Ja, ich bin in meinem Spielzimmer. Ich habe aufgelegt, weil die Milch ist fertig. Ja, genau, der Lothar. Ha. Ich kann mit ihm nicht zusammenarbeiten, weil in meinem Businessplan steht nur was von der Ich-AG. Ha. Schalke wird Meister ohne Leverkusen. Die haben 2-2 gespielt. Ha. Phänomenal, der Jupp hat viel von mir gelernt. Ja, genau, euer Jürgen. Bis bald an der Seitenlinie. Ha. Stand by. Matze Knob, der Kultkomiker von Bild.de. Seine neue Tour Operation Testosteron, bald auch in deiner Nähe. Tickets und Termine gibt's unter matzeknob.de.